Hallo Leute, Hallo Leute, die die Nexus Nexus Gamer Gamer sind sind wieder wieder am am Start. Start. Ja Mann, geiler Echo-Effekt. Und ja Leute, wir wurden getaggt. Und ja, wir wurden getaggt vom Sion Show. Und der hat uns lustige Fragen gestellt, die blende ich jetzt nochmal, indem ich einfach die URL eingebe. Ein, boah, ich bin so hart. So, das machen wir jetzt ganz schnell mal. Das wollt ihr sicher sehen, welche Fragen das Ja. sind, ne? Das müssen die ja wissen, oder? Ich Ja, ich meine. kann auch einfach vorlesen, wenn du willst. Ach so, ja, das geht natürlich auch, aber das wäre zu einfach. Nee, mach einfach. Mach einfach hier. Der auch. Soll ich jetzt vorlesen oder nicht? Ja, mach. Mach. Die sehen das einfach noch. Diese. Also, die Fragen lauten, es sind insgesamt 4 an der Zahl. Was war dein, / euer erstes Spiel? Was war eure Lieblingskonsole? Was sind eure Top 5 Spiele? Und auf welches bald erscheinende Spiel freut ihr euch? Und diese Fragen wird jeder für sich beantworten. Das heißt, ihr bekommt immer die doppelte Antwort. Ja, echt mal, die doppelte Ration an Antworten. Ich muss hier mal meinen kleinen Spicker aufmachen. So. Leg du Hoffentlich los. sehen die Zuschauer das nicht, Hoffi. Doch, das sehen sie. Ja, ich weiß, es geht nicht besser. Ich habe keinen zweiten Bildschirm. So, hau raus. Also, ich fange jetzt mal an. Ich denke mal, wir sprechen jetzt so im Wechsel, wie die Psalmen in der Kirche. Naja. Mein erstes Spiel war auf der Super Nintendo Entertainment System The Legend of Zelda: A Link to the Past. Finde Ja. ich sehr geiles Game. Und ja, mein erstes Spiel. Ja, mein erstes Spiel, man sieht's hier leider auch schon. Ja, ich sollte das Fenster vielleicht ein bisschen kleiner machen, ist eh zu spät, aber egal. Mein erstes Spiel war, soweit ich mich noch gut daran erinnern kann, Pokémon Smaragd bei einem Kumpel müsste es gewesen sein und ja. Dann mache ich direkt mal mit der zweiten Fragen-Antwort weiter. Und zwar meine Lieblingskonsole. Ja, eigentlich bin ich ja PC-only, aber ich habe hier so ein Xbox 360 Gamepad neben mir liegen. Das gefällt mir schon ziemlich hart, also würde ich sagen, Xbox ist meine Konsole, wenn es um Konsolen geht. Oh yeah. Also, ich bin eher so Nintendo, obwohl ich gegen eine PS3 jetzt auch nichts habe. Vor allem wegen der Grafik. Ich möchte jetzt nichts gegen die Xbox da sagen, aber man kennt ja den unendlichen Konflikt zwischen Xbox und PS3 oder beziehungsweise zwischen Sony und Windows, also Microsoft. Microsoft. Ja, Windows ist das Betriebssystem. Jetzt haben wir wieder was dazugelernt. Für diejenigen, die es noch nicht wussten. Aber Gibt bestimmt viele. meine Lieblingskonsole ist in der Tat auch Super Nintendo Entertainment System, kurz SNES, weil ich eben meine ersten Spielerfahrungen da drauf gesammelt habe. Wir haben auch ziemlich viele Spiele dafür, zum Beispiel alle drei Donkey Kong Teile, die es dafür gab, Mario, unendlich viele All-Stars und so weiter. Ja, dann mache ich mal weiter mit den Top 5 Spielen von mir. Auf dem Platz 5 bei mir haben wir Crysis. Auf Platz 4 ist, weil ich mich nicht entscheiden konnte, zwei Spiele. Das ist zum einen Blacklight Retribution und Portal 2. Auf dem dritten Platz haben wir bei mir Battlefield 3, was vielleicht einige wundern wird. Auf dem zweiten Platz Crysis 2 und auf dem ersten Platz im Moment StarCraft 2. Absolutes geiles Game. Wirklich Blizzard, also top. Ja, dann mache ich direkt mal weiter. Das Doofe ist, ihr seht das gerade alles. Das ist ein bisschen suboptimal. Aber, ja, ich fange auch mal an. Platz 5 ist bei mir der Flight Simulator X, der FSX. Ja, haltet mich für einen Nerd, aber der allerbeste Simulator auf Erden. Ohne Spaß, Leute. Da gibt's nichts, was da drüber geht. Dann. Neben dem Landwirtschaftssimulator. Natürlich, Landwirtschaftssimulator ist überepisch. Das ist der Thron der Simulatoren. Der würde übrigens bei mir auf Platz 6 landen. Das ist natürlich schön. So, ja, dann Platz 4 ist Skyrim. Ja, Himmelsrand ist immer ein geiles Abenteuer, muss ich ja sagen. Hat mir sehr gut gefallen und gefällt mir immer noch sehr gut. Ja, dritter Platz, wenn ich das gerade so rückwärts schön lesen kann, ist Portal 2. Ja, eindeutig Portal 2. Hat mir der Jay ja geschenkt. Nochmal großes Dankeschön an dich. Hier, ne? Wir haben uns ja revanchiert, also passt das.
Ja, Platz 2 ist Blacklight Retribution, der beste Free-to-Play-Shooter am Markt, meiner Meinung nach. Und ja, am ersten Platz eindeutig StarCraft 2, das habe ich ihm zur Revanche geschenkt. Und ja, ich bin zwar absolut der Anti-Strategiespiel-Typ, aber StarCraft 2 ist für jeden etwas. Also StarCraft 2 kann jeder. Solltet ihr euch unbedingt mal antun, ist wirklich was. Ja, ich mache da mal mit Frage 4 weiter, ne? Ich laber hier einfach ohne Punkt und Komma. Und das sind die Spiele, auf die ich mich in diesem Jahr am meisten freue. Das ist zum einen das neu aufgelegte Need for Speed Most Wanted. Der erste Teil war einfach nur toll. Dann SimCity. Ja, interessiert mich eigentlich ziemlich. Würde ich mir auch mal gerne anschauen und vielleicht auch mal ein LP dazu machen. Wer weiß. Und natürlich auch, wenn StarCraft 1, 2, Wings of Liberty schon auf Platz 1 steht, dann muss natürlich auch noch in diese Fragen-Antwort-Kombination Heart of the Swarm rein. Ist ja klar, Leute. Also, da freue ich mich auch noch drauf. Und wieder zurück Trilogie an wird dich. natürlich weitergehen von StarCraft. Genau. Denke ich mal. Genau. So ist das. Hoffen ziemlich viele, denke ich mal. Und bei mir sieht es etwas anders aus. Ich freue mich vor allem auf Crysis 3. Das erscheint im Februar 2013. Und unter anderem freue ich mich auch auf das bald erscheinende Spiel Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, muss ich jetzt auch mal erwähnen. Der erscheint, soweit ich weiß, am 20. oder am 22., ich weiß es gerade nicht, Oktober 2012. Und ich freue mich außerdem auf das neue SimCity, soll ziemlich geil sein. Ich konnte es leider nicht auf der Gamescom spielen, weil ich nämlich gar nicht da war. Ich hätte die Ja. übrigens treffen können. Also, mich habt ihr verpasst. Tut mir leid. Ich war samstags da. Ja. Und sonst, an wen schicken wir das Getaggt-Video weiter? Ja, die Liste hab ich. Das ist zum einen, müsste ich jetzt gucken, ob ich. Nee, das ist natürlich nicht der richtige Tab. War ja klar. Also, das sind wir. Also ich habe sie hier aufgerufen in Skype, aber ich weiß nicht, welchen du davon doch nicht haben So, wolltest, oder doch jetzt also, alle. zum einen den Vicus LP. Und zum anderen den Guitar Hendrik. Den feiere ich im Moment sehr, weil er den FSX Let's Playt. Wie gesagt, ist eins meiner Lieblingsspiele. Und ja, Vicus LP kenne ich seit. Erkennen ist zu viel gesagt, aber egal. Ja, ich würde sagen, die beiden taggen wir und ja, die Fragen müsst ihr beantworten und an beliebig viele Leute weiterleiten, die ihr so kennt. Ja, das war's eben. Wäre gut, wenn es mindestens zwei wären natürlich. Und Genau. die Leute werden von uns natürlich auch noch eine persönliche Nachricht bekommen, dass sie getaggt wurden, weil sonst wären sie wahrscheinlich nicht darauf aufmerksam. Und ja, das war's für das Getaggt-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, Sioncho ist zufrieden damit. Das hoffe ich natürlich auch. Wir spielen heute Abend noch Blacklight, mein Freund. Wenn es bis dahin klappt. Also, schaut euch die Kanäle mal an und ja, ich bin raus. Jade, du auch, denke ich mal. Ja, Und für mich wir heißt sind es. raus, besser gesagt. Genau, wir sind raus. Ciao.